Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Erlengrad. Ja, von meinem PIN-DLC immer noch mal wieder. Ja, ist schon ein Weilchen her, dass die letzte Folge kam. Ich weiß. Lag einfach daran, dass ich nicht richtig Zeit hatte. Und dann in diesen 5 Minuten, die ich Zeit hatte, war ich einfach zu kaputt und hatte einfach keine Lust. Ich sag, wie es ist. Ganz einfach. Gut, ich habe immer sonntags mit Göstrock gespielt mittags, aber das gehört halt einfach dazu, Ding, und dann nehme ich auf Bergmann auf. Dann habe ich nicht großartig noch Lust, dann noch gerade aufzunehmen. Auch wenn es Bock macht hier, aber ja, da fehlt dann einfach manchmal die Lust. Und eine Woche ist es sowieso noch, weil ich arbeiten bin. Und wenn ich dann abends reinkomme, habe ich dann keinen, ich bin nicht zu kaputt und da ist irgendwie am Computer rumzuspielen oder so. Videos schneiden geht zum Teil noch, aber manchmal bin ich einfach zu kaputt und da irgendwie was aufzunehmen. Ja. Ich habe sonst kein großartig Bla, was hier eigentlich abgeht. Ah, okay. Da hängt ja schon gleich mal fest. Wollte ich irgendwie was kaufen oder so? Jetzt lass mich den Ballen da rausnehmen, bitte. Ich weiß nicht, ob ich den Ballensammler kaufen wollte oder was wollte ich machen. Ich glaube, diese Wurstpickler wollte ich kaufen, gell? Achso. Ich glaube, sowas war eben im Gespräch. Den, glaube ich, wollte ich verkaufen. Dafür wollte ich so ein Ding kaufen. Genau, stimmt. Aber hier, der zum Kalken. Macht der momentan nicht ganz so arg viel Sinn, weil ich das Band drüber rumliege. Also, deswegen. Zumal der ganz Kram in Richtung blind ist. Eckkalk, meine ich. Nee, nicht einfach. Selber. Jetzt mal hier mal gucken, was wird das hier mal ein bisschen. Kalken? Ja, und ansonsten hört ihr ja vielleicht, wahrscheinlich habt ihr ja auch schon den CGI-Trailer-Video gesehen, das gehört, dass ich ein neues Mikro habe. Das ist kein neues Mikro. Ich habe jetzt so einen, wie nennt man sowas genau? So ein Kompressor oder so. So kennt ich es halt unter dem Namen. Prozessor kann man es auch nennen oder so. Das ist von DBX, das 286S. Und dadurch hört sich das alles ein bisschen die Stimme mit anders an. An einer Einstellung geschafft. Also ich fand jetzt zuletzt eigentlich ganz gut. Einfach ein paar Einstellungsschwierigkeiten, das meint dabei auch Bergmann. Dann bei den Videos. Dass ich da ein bisschen übersteuere und so, aber jetzt sollte das eigentlich funktionieren, ganz okay klingen. Weiß zwar nicht hundertprozentig perfekt, aber das ist ja immer. Ist auch immer im Auge des Betrachters. Also ist immer Geschmackssache. So, jetzt gucken wir hier mal weiter. Gut, wir hatten dich voll um mich reingekommen. Glaube ich. Stopp. Wie immer sollte man auch die Ballenpresse anmachen. Und jetzt schon wieder vergessen. So. Jetzt kann er hinterher fahren. Perfekt. Kann man kurz mal gucken, was abgeht. Nix, okay. Ist halt kalt, kann ich jetzt schlecht. Also muss ich halt selber machen. Wenn noch. Ja, könnte man gleich mal gucken. Gut. Und ansonsten noch weiter. Die letzten Wochen kamen ja, wie ihr gemerkt habt, recht wenig Videos die Woche. Vielleicht mal so 1 bis 2 Videos die Woche. Diese Woche kamen jetzt auch nur, ich glaube, 3 Videos mit diesem Video jetzt. Oder 4, glaube ich. 4 mit dem LS19. Habe ich vorhin LS19? CGI-Trader gesagt? Ich meinte eigentlich 22, aber okay. Da wird schon gewisser. Ja. Ihr werdet, man wird schon wissen, was ich meine. Sagen wir so. So, ich darf jetzt auch wieder nicht zu schnell fahren. Und zwar lag das daran, dass zu wenig Videos kommen. Erstens mal hatte ich ja meine Prüfung. Tralala. Kram. Dann ist meine Schwester ausgezogen. Das heißt, ich habe dann ihr Zimmer gekriegt. Das heißt, ich muss erstmal streichen. Und den ganzen Kram rumräumen, dann hatte ich mit dem Lukas zusammen Schreibtisch aufgebaut, Bett aufgebaut, Bett geschleppt und den ganzen Kram.
Das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Also beziehungsweise haben wir samstags gemacht halt, aber dann musste ich ja noch wendemäßig einiges hinhängen, dann musste ich noch das weg. Mein Kabelmanagement am Schreibtisch machen und ne. Und über die Wochen immer mehr. Samstags immer ein bisschen was gemacht, ein Regal an die Wand und so. Und heute Woche hatten wir ein bisschen was. Dann war es die letzten 2-3 Wochen immer schön warm. Die Tage über war richtig heiß. Da habe ich schon abends echt keine Lust mehr gehabt, noch ein Video zu schneiden. Sorry, aber war es einfach zu warm. Also. Dann noch irgendwas zu machen abends. Mittags den ganzen Tag in der Poolnitze da irgendwas schaffe. Da handwerklich und dann noch abends dann noch ein Video zu schneiden. Gutes Hochladen geht ja, aber ich muss halt erstmal schneiden. Die Videos dauert auch immer noch 3/4 Stunden. Und da war ich einfach so kaputt für. Ich wollte mich einfach nur ins Bett legen und ja, YouTube gucken, fertig. Also das war dann einfach zu warm. Könnte es sein, dass der zu wenig Leistung hat? So als Frage am Rande? Ja, also er kommt Schlitten voran. Naja. Ja. Gut, dann haben wir das eigentlich das Thema jetzt mal durch mit den wenigen Videos, oder? Ist eigentlich auch geklärt, warum wenig kam und so. Beziehungsweise nächste Woche überdenke ich mal nicht. Ich werde, also werden, guck, dass ich so 2-3, dass ich so 3-4 Videos die Woche hinkriege. Oh, das ist schon wieder. Mann! Hey, pardon? Alter, hat er keine Leistung. Der rollt hier rückwärts runter. Ey, vorwärts. Nicht rückwärts. Das ist also wie gesagt, das nochmal, ich probiere, dass ich so 3-4 Videos die Woche hinkriege. Ich habe jetzt auch ein paar Wochen praktische Prüfung. Das heißt, da wird auch wieder. Da habe ich dann auch überbetriebliche Ausbildung. Das heißt, ich komme abends erst spät heim. Da werde ich, denke ich mal, nicht viele Videos hinkriegen. Gut, wenn ich überhaupt 1-2 die Woche hinkriege. Und ansonsten werde ich probieren, in den nächsten Wochen dann, so ab September oder spätestens Oktober, den Rhythmus wieder reinzukriegen, also jeden Tag ein Video bringen. Oder zumindest jeden zweiten Tag werde ich probieren, auf jeden Fall. Dass ich das wieder hinkriege. Also, dass ich den Rhythmus da wieder reinkriege. Dass da wieder regelmäßig Videos kommen. Spätestens dann zum 22. sowieso. Das wird dann sowieso noch eine Sache mit auf Batman. Weil man ja momentan gab 40 oder 50 Videos habe ich auf Vorrat. Da ist in letzter Woche sowieso wenig kam und die Woche über haben es einer den Sonntag jetzt da massenhaft gespielt. Aber schon immer so 5-6 Videos aufgenommen, mindestens. Also deswegen. Das wird dann, denke ich mal, so sein. Sobald der 22 raus. Sieht der eigentlich nochmal was hier? Mein Gott. Dass ich halt über die Woche weiterhin dann noch auf Batman Videos rausballer. Ein paar. Und dann halt, eigentlich so gut wie halt keinen Schnitt wahrscheinlich. Da hat sich dann nicht viel dran bearbeitet oder so. Damit ich die halt alles schön nach und nach, weil ich denke mal großartig gucken würde, dann sowieso keiner mehr. Weil da dann der 22. raus ist. Der ja am 22. November rauskommt. Freue ich mich auch schon drauf. Und ja. Dazu würde es dann sein. Ja. Ich werde meine Mutter an das Hauptprojekt eigentlich. Bausimulator, denke ich, werden wir nächste Woche mal wieder spielen. Das ist auch immer so eine Lustsache. Mal da jetzt kurz Lust drauf habe zu spielen. Ja. Da habe ich auch mal gehört, dass man. Also ich sag, ist ja ein neuer Teil in Arbeit. Vom Bausimulator. Also bin ich mal gespannt. Wann der mal irgendwann wo angekündigt oder kommen wird. Ich bin da eigentlich immer, gucke eigentlich immer, dass ich immer so überall aktuell bleibe, was das betrifft, aber überall sein kann ich ja auch nicht. Ja, gut. Dann haben wir die Themen jetzt eigentlich mal so grob durch. Sonst hoffe ich mal, dass es euch noch gut geht. Und Corona und allem, die ganzen Lockerungen mittlerweile endlich gut. So langsam kommen wir der Normalität wieder entgegen.
War das ein deutscher Satz? Ich war, ja, also man würde schon verstehen, was ich meine. So, Kalk, aber hier jetzt noch ein bisschen. Hier die Ecke. Brauchen wir eine Karte, okay. Dann tappen wir gerade mal weiter, dass wir hier weiterkommen. Weil der Kollege steht auch schon hinter. Ich hab mich schon gewundert, wenn nicht. So, jetzt setze ich mir aber die Frage, was habe ich mit diesem Ball vorgehabt? Wollte ich die wickeln dann? Und durch die Lage machen, verkaufen, oder? Komm, macht am meisten Sinn, gell? Weil Geld mir schon mal momentan nicht viel. Und von daher, ballmäßig habe ich an sich eigentlich genug. Also brauche ich jetzt eigentlich keinen Ball. Zumal ist ja eh Grasball, so weiß ich immer. Ne, warte mal. Jetzt eine blöde Frage. Warum ist Gras? Ich mache mir gerade nicht ganz sicher, ob es wirklich Grasball sind, weil das Gras ist so gut umliegt. Aber das sieht einfach nur auf dem bisschen anders da aus. Okay. Dann. Genau, da war, glaube ich, mein Plan, den Wickler zu verkaufen, den normal. Und dann den Wurstwickler da zu kaufen. Ich glaube, eine andere Bahn. Nee, Bahnbrise wollte ich keine Ahnung. Wollte ich die behalten. Aber ich muss auch noch irgendwas verkaufen, zu kaufen, weil die Dinger sind alles so. Warte mal. Wenn man halt schon einige Monate, das ist ja schon Monate her, dass ich gespielt habe, wenn man gespielt hat, dann ist es immer so eine Sache. Ich habe keinen Plan mehr, was abgeht. Das hält er genau da an, natürlich. So. Haben wir da fertig. Wie viel kosten die dir? Zumal ich ja den größeren Manager will. Er hat auch 35.000. Was heißt größer? Der kann halt auch Quaderbahn. Sag mal, am Hang werde ich schon jemand auf die Idee kommen, die Quaderbahnbrise zu kaufen. Das kann man die Rundball rollen. Nee, mach schon ruhig. Naja. Lassen wir den gerade mal hier stehen. Und tun jetzt gerade mal hier weiter kalken mit dem. Wie geht's denn eigentlich unserem Feld? Wäre auch so eine Frage. So, hier muss ich also mal schon kalken. Okay. Ah. Ist nicht im Angesehen. Gedüngt? Auch nicht. Dann kalken wir hier schnell fertig. Und dann schicken wir einen Traktor da runter. Zum Ansehen. Weil das bringt dir nichts, wenn das. Mir bringt das nichts, wenn das Feld brach liegt. Weil. So kriege ich auch kein Geld. Wenn das Ding brach liegt. Also. Naja. Kalk, habe ich noch ein bisschen was, okay? Naja. Ach, Balsam müssen wir ja auch noch, logischerweise. Ja, gut. Ich kalk die Ballen ja allein, lass sie einfach liegen. Klar. Logisch. Nee. Ich weiß gar nicht, großartig, ob ich hier noch viel hinkriegen werde, sag ich mal. Bei der Fährtmann, denke ich mal, werden wir schon noch einiges hinkriegen, bis zum 22. Weil da verdient man ja eigentlich schon gut Geld. Wenn man die richtigen Sachen macht. So Bullenzucht, Kram und Schweinezucht, werden wir schon noch alles hinkriegen. Vielleicht kriegen wir ja auch alle Felder gekauft. Das wäre vielleicht so ein Ziel, dass man mal alle Parzellen gekauft hat. Mal gucken. Je nachdem, wie es läuft. Geldmäßig. Weil das haben wir jetzt auch nicht mehr so allzu viele Monate. Das haben wir jetzt Juni. Juli, August, September, Oktober, November. Das sind noch 5 Monate, also bald ein halbes Jahr, aber. Naja. Je nachdem, wie viel man spielt und so, ist es dann halt auch wieder. Viel oder wenig Zeit. Also, glaube ich nicht, dass ich hier noch einen riesen Bauernhof-Imperium aufbauen werde. Ja. Naja, mal abwarten. Was hier abgeht noch. Erstmal kalken wir hier noch fertig. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abo, um nächste Folge nicht zu verpassen. Glocke aktivieren, um das dann auch bei Nachrichten dafür zu kriegen.
Ja, und bis zur nächsten Folge dann. Also, tschüss.